Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen und hören. Frohe Ostern an euch alle. Frohe Ostern an alle, die hier heute Morgen sitzen. Ich freue mich so, so sehr. Wenn ihr mich sehen könnt, wenn ihr mich hören könnt, dann schreibt mir bitte einmal ganz kurz in den Chat. Es funktioniert. Es geht los. Yes, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, es funktioniert. Yes, yes. Es ist so, so schön. Ich habe gerade schon so ein bisschen mitgelesen, woher ihr alle kommt. Also liebe Grüße zurück nach Mailand. Liebe Grüße in alle Städte, gerade überall auf der Welt. Frohe Ostern an euch alle. Und es ist so schön, dass ihr alle da seid. Wunderbar. Erstmal würde es mich unglaublich interessieren, wie die letzte Woche für euch war mit der letzten Intention, wo es ja darum ging, ich verschenke das, was ich mir selbst am sehnlichsten wünsche. Also schreibt gerne einfach mal ganz kurz in den Chat, wie das für euch war, so die letzte Woche mit der Intention zu sein, das zu verschenken, was ihr euch selbst am sehnlichsten wünscht und was vielleicht dadurch auch zurückgekommen ist, was sich dadurch vielleicht verändert hat. Und ja, schreibt das super gerne einmal in den Chat. Und ansonsten herzlich willkommen auch an alle, die heute das allererste Mal mit dabei sind. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Welcome in the Club. Und wir haben immer jetzt so den gleichen Ablauf, dass wir jetzt mit einer Meditation starten werden. Und dann gibt es einen kurzen Input für die neue Intention, für die neue Woche. Und dann gibt es noch zwei Dankbarkeitsminuten und dann es ist auch schon wieder meistens vorbei. Also ja, wunderschön. Caroline schreibt unglaublich befreiend. Das ist schön. Klappt wunderbar, schreibt Petra. Das freut mich. Hat sich alles so richtig angefühlt, seinem Herzen zu folgen. Intention war super. Lächeln fand ich auch super. Kannst du auch immer weitermachen. Also die Intention könnt ihr ja auch immer, immer, immer wiederholen. Das ist ja quasi. Laura schreibt, die Intention war toll. Sie hat mir die Kraft gegeben, meine ersten Videos hochzuladen. Geil! Mega, Laura. Glückwunsch. Richtig toll. Ach, so schön. Richtig schön. Kata schreibt leider nicht so gut. Ich wünsche mir am meisten Gesundheit. Das konnte ich keinem schenken. Doch Gesundheit kann man auch schenken. Du kannst Gesundheit ja in Form von Gedanken schenken. Du kannst Gesundheit in Form von gutem Essen schenken anderen Menschen. Du kannst Gesundheit schenken, indem du auf die Gesundheit von anderen Menschen achtest, indem du auf die Energie von anderen Menschen achtest. Gesundheit kann man auf jeden Fall verschenken. Die Frage ist nur, was du selber unter Gesundheit verstehst. Aber an sich kann man das auf jeden Fall verschenken. Auf jeden Fall. Lisa schreibt, hat mit Liebe meine Beziehung verbessert. Wunderschön. Wir haben erfolgreich unseren Podcast gestartet. Mega, Peter. So toll. Ach, wunderschön. Wunder, wunderschön. Kann bitte eine Person kurz, am besten Sarah, wenn du gerade zuschaust, kannst du bitte einmal den YouTube-Link posten für alle, die hier jetzt gerade aus irgendeinem Grund auf Webinar Jam nicht gucken können. Genau. Wunderschön. Zoe schreibt, Frieden beginnt in mir. Frieden beginnt in mir. Yes. Wunderschön. Okay, also ich würde sagen, wir starten jetzt auch einfach mal direkt an mit der Meditation. Und habe ich gerade gesagt, wir starten an. Wir fangen an mit der Meditation heute. Und heute ist das Thema, also worauf ich gleich danach auch nochmal eingehen werde, innerer Frieden. Ja, wie wir es schaffen, inneren Frieden aufzubauen, weil am Ende ist der innere Frieden ja das, was auch den Frieden im Außen bringt. Und ich glaube, das ist das, wonach wir uns auch alle am meisten sehnen. Und ganz kurz, falls ihr euch wundert, wo ich gerade bin, weil es nicht so aussieht wie meine Couch, von der ich normalerweise immer sende. Ich bin gerade in Lindau, beziehungsweise auf Lindau, bei meiner Oma. Und ja, und ich bin hier wirklich auf der Insel und hier sind alles so die ganz alten Häuser, deswegen ist hier gerade, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich bin hier gerade auch in einem ganz, ganz alten Haus und ich hoffe, es funktioniert alles mit dem Licht und so, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Genau. Also für die Meditation finde einen bequemen Sitz. Ich setze mich hier auch mal kurz bequem in den Schneidersitz. Also findet einen bequemen Sitz und du kannst dich entweder auch im Schneidersitz hinsetzen oder aber falls du noch im Bett liegst, kannst du natürlich auch einfach auf dem Bett liegen bleiben.
Und für die Meditation heute, leg deine Hände mit den Handflächen nach oben auf deine Oberschenkel ab oder auf deine Knie ab. Und falls du sitzt, stell dir vor, dass nochmal so von der Spitze deines Kopfes so ein unsichtbarer Faden hoch zur Decke geht und dich nochmal so aufrichtet, dass sich dein Brustkorb nach vorne öffnen kann, dass deine Wirbelsäule gerade wird, dass du dich wirklich einfach schön gerade hinsetzen kannst. Und wenn du dann soweit bist, wenn du einen bequemen, geraden Sitz gefunden hast, dann schließ deine Augen. Und nimm einen tiefen Atemzug, atme tief durch die Nase ein, so als würdest du gerade das erste Mal in deinem Leben einatmen. Und spür, wie dieser Sauerstoff in deinen ganzen Körper fließt und dann atme durch den Mund wieder aus und lass einfach alles los beim Ausatmen. Und atme noch einmal tief durch die Nase ein. Und wirklich so, als würdest du bewusst das erste Mal in deinem Leben einatmen und spüren, wie diese Lebensenergie in deinen Körper fließt. Und dann atme tief durch den Mund wieder aus. Und atme noch ein letztes Mal tief durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Sehr gut. Und bring jetzt deine ganze Aufmerksamkeit zu deiner Nasenspitze und beobachte, wie dein Atem ab jetzt seinen ganz natürlichen Rhythmus wiederfindet. Und wie er in deinen Körper hineinströmt und wieder hinaus. Und wie bei jedem Einatmen und jedem Ausatmen ein leichter, feiner Luftstrom deine Nasenspitze berührt. Und erlaube dir über deinen Atem ganz in diesem Moment anzukommen, hier und jetzt, in deinem Körper, in der Gegenwart. In diesem wunderschönen Moment. Und beobachte einfach nur, wie dein Atem in deinen Körper fließt und wieder hinaus. Und falls gerade Gedanken kommen und du das wahrnimmst, dass da gerade ein Gedanke ist und du mit deiner Aufmerksamkeit nicht mehr bei deinem Atem warst, dann nimm das ganz liebevoll wahr, nimm diesen Gedanken liebevoll wahr und bring deine Aufmerksamkeit einfach wieder zurück zu deinem Atem. Nimm wahr, wie sich dein ganzer Körper entspannt dadurch, dass du deine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache richtest. Und auf diesen gleichmäßigen Fluss des Atems. Und jetzt bring deine Aufmerksamkeit in deinen Körper und mach einmal einen Check-in in deinem Körper heute Morgen. Spür einmal hinein, wie es dir geht, wie sich dein Körper heute anfühlt, welche Stimmung in dir ganz besonders präsent ist. Und auch hier wieder einfach nur wahrnehmen, ohne es zu bewerten. Einfach nur wahrnehmen. Und was auch immer gerade ist, das ist okay.
Und jetzt bring deine Aufmerksamkeit in dein Herz. Und verbinde dich ganz bewusst mit deinem Herzschlag, mit der Energie deines Herzens. Und stell dir vor, wie du durch dein Herz ein- und ausatmest. Atme tief in dein Herz ein und wieder aus. Und spüre die bedingungslose Liebe, die von deinem Herzen ausgeht, diese unendliche Kraft deines Herzens. Die Liebe, mit der das Herz für dich schlägt. Die Bedingungslosigkeit. Und das Mitgefühl, das von deinem Herzen ausgeht. Und jetzt erinnere dich einmal an einen Moment in deinem Leben, als du vollkommen voller innerem Frieden gewesen bist. Ein Moment, wo du wusstest, alles ist gut. Ich bin gut, die Welt ist gut. Es ist gut, dass ich da bin. Ich bin geliebt, ich bin beschützt. Erinnere dich einmal an einen Moment, wo du dieses Gefühl von vollkommenem inneren Frieden hattest. Vielleicht war das nur ein kurzer Augenblick, vielleicht war es auch nur ein Atemzug. Und vielleicht kannst du wahrnehmen, dass der Moment, in dem wir voller innerem Frieden sind, der Moment ist, in dem wir aufhören zu kämpfen. In dem wir uns erlauben, ganz wir selbst zu sein. Der Moment, in dem wir loslassen. Der Moment, in dem wir zustimmen. Allem, was ist. Das ist der Moment voller innerem Frieden. Und genau das kannst du jetzt auch spüren, wenn du aufhörst zu kämpfen. Nutze die Energie deines Herzens jetzt, um einmal vollkommen zuzustimmen allem, was ist. Alles, was jetzt gerade ist, ist richtig. Du bist genau da, wo du sein sollst. Alles ist richtig. Deine Geschichte ist richtig, deine Vergangenheit und alle Erfahrungen, die du bis heute gemacht hast. Alles ist richtig. Alle Menschen, die gerade in deinem Leben sind, sind richtig. Sie sind alle deine Lehrer. Und alle Erfahrungen, die du gemacht hast, waren deine Lehrer. All das war, damit du wachsen kannst, damit du dich selbst erfahren kannst. Und auch alle Gefühle in dir dürfen sein. Hör auf zu kämpfen. Hör auf zu kämpfen gegen irgendwelche Gefühle, die du nicht fühlen möchtest. Lass sie da sein. Lass sie doch einfach da sein. Angst darf sein, genauso wie Liebe. Trauer darf sein, genauso wie Freude. Es darf alles sein. Hör auf zu kämpfen. Stell dir vor, wie du allem einfach mal zustimmst. Alles darf sein. Und spüre jetzt in dein Herz hinein, wie die Liebe deines Herzens sich in deinem ganzen Körper ausbreitet, wie ein wunderschönes weiß-goldenes Licht. Alles darf sein.
Und dieser innere Frieden ist dein natürlichster Zustand. Dieser innere Frieden ist das Zuhause deiner Seele. Das bist du. Und stell dir vor, wie du für einen Moment einfach mal alles da sein lässt. Alles darf sein. Keine Bewertung. Kein Kämpfen mehr. Frieden entsteht, wenn wir aufhören zu kämpfen. Und du hast wahrscheinlich schon so viel gekämpft in deinem Leben. Gekämpft um Aufmerksamkeit, gekämpft um Liebe. Vielleicht gekämpft um Gesundheit. Gekämpft, um endlich wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden, geliebt zu werden. Du musst nicht mehr kämpfen. Du bist schon längst geliebt. Du bist schon längst gesehen. Du bist schon längst vollkommen. Hör auf zu kämpfen. Nimm einmal einen tiefen Atemzug durch die Nase, atme tief in dein Herz ein. Und mit diesem Atemzug stimmst du jetzt allem zu, was gerade ist. Alles darf sein. Und mit dem Ausatmen durch den Mund lässt du jetzt alles einfach los. Lass los. Lass dein Recht auf Recht haben los. Lass dein Recht auf es besser wissen zu meinen los. Lass alles los. Und noch einmal nimm einen tiefen Atemzug. Stimm allem zu, was ist. Und atme tief durch den Mund wieder aus. Lass alles los. Das ist Frieden. Das ist dein natürlicher Zustand. Atme tief in dein Herz ein und aus und verbinde dich nochmal mit der Energie deines Herzens, mit dem Frieden in deinem Herzen. Und dieses innere Gefühl kannst du jederzeit erreichen, wenn du zustimmst und loslässt, wenn du aufhörst zu kämpfen. Und lass dieses weiß-goldene Licht deines Herzens in deinen ganzen Körper fließen. Das Licht des Friedens, des Mitgefühls, der Liebe, der inneren Kraft, der Zustimmung. Stell dir vor, wie dieses weiß-goldene Licht bis in deine Fingerspitzen fließt, bis in deine Fußspitzen, bis in deinen Kopf. Alles ist erleuchtet von diesem wunderschönen weiß-goldenen Licht. Frieden. Frieden, Frieden. Bring deine Aufmerksamkeit jetzt langsam zurück zu deinem Atem, zu deiner Nasenspitze. Und nimm wahr, wie bei jedem Einatmen und jedem Ausatmen ein leichter Atemzug deine Nasenspitze berührt. Und wie du ganz im Hier und Jetzt ankommst, in deinem Körper. Und mach noch mal kurz einen Check-in und schau einfach mal, ob sich irgendwas verändert hat in der letzten Viertelstunde in deinem Körper, in dir.
Und dann bring deine Hände in Gebetshaltung vor deinem Herzen zusammen und senke dein Kinn zu deinen Fingerspitzen und bedanke dich bei dir selbst. Bedanke dich, dass du dir selbst das Geschenk machst, einfach kurz den Blick nach innen zu wenden und dich mit deiner wahren inneren Kraft zu verbinden. Und bedanke dich für das Leben, das durch dich fließt, für die Gesundheit, die in dir ist, für die Energie und die Kraft. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Und wenn du möchtest, kannst du wie jeden Morgen die beiden Sätze mit mir sprechen. Mögen alle Menschen und Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen alle unsere Worte, Taten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Und ich werde jetzt von 1 bis 5 zählen und wenn ich bei 5 angekommen bin, öffnest du deine Augen. 1, atme nochmal tief durch die Nase ein, stimme allem zu, was ist und auch allem, was war. Und 2, atme tief durch den Mund wieder aus, lass alles los, lass alles gehen. 3, erinnere dich nochmal an dieses wunderschöne Gefühl des inneren Friedens und an die Geborgenheit in dir. Du hast dieses Gefühl in dir erschaffen, du kannst jederzeit zu diesem Gefühl zurückkehren. Und 4, stell dir vor, wie jetzt von der Spitze deines Kopfes wunderbar klares, kühles, heilendes Quellwasser wie ein Wasserfall durch deinen Kopf fließt, durch jede einzelne Gehirnzelle erfrischt jetzt dieses frische, klare, kühle Quellwasser jede einzelne Gehirnzelle und fließt weiter durch deinen Hals, durch deine Schultern, bis in deine Arme, bis in deine Fingerspitzen fließt dieses klare, kühle Quellwasser, das jede einzelne Zelle erfrischt und heilt. Und das Wasser fließt weiter durch deinen Brustkorb, durch dein Herz, durch all deine Organe, durch deine Beine, bis in deine Fußspitzen fließt dieses klare, kühle, heilende Quellwasser und fließt aus deinen Füßen einfach wieder in den Boden und nimmt alles mit, was du nicht mehr haben möchtest. Alle negative Energie wird aus deinem Körper herausgeschwemmt und alles, was jetzt bleibt, ist klare, frische, kühle Wachheit und Klarheit und Liebe und Frieden. Und 5, öffne deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt. So, willkommen zurück. Ich hoffe, die Meditation hat dir gefallen. Das war ein kleiner Ausflug in die innere Welt des Friedens. Ja, das war sehr emotional, auf jeden Fall. Hashtag ich Friede. Genau. Danke für eure schönen Kommentare. Ja, ist Wahnsinn, gell, wie viel 15 Minuten verändern können in einem. Es geht aber auch so, du brauchst dafür noch nicht mal 15 Minuten. Es ist einfach die Frieden erreichst du durch die innere Zustimmung von all dem, was ist, all dem, was war und all dem, was kommt. Und wir sind automatisch im Frieden, wenn wir aufhören zu kämpfen. Und die Intention für heute ist, ich gucke gerade nochmal, was ihr alle schreibt. Die Intention für heute ist, ich wähle Frieden anstatt Drama. Ich wähle Frieden anstatt Drama. Und diese Intention würde ich euch gerne mitgeben für die komplette Woche, weil wir so schnell die Tendenz haben, Drama zu erschaffen. Wir so schnell die Tendenz haben, emotional Drama zu erschaffen, mental Drama zu erschaffen, physisch Drama zu erschaffen. Und immer wieder Frieden zu wählen anstatt Drama, Liebe zu wählen anstatt Drama, sich immer wieder daran zu erinnern, wie ist dieser Zustand von Frieden in mir, wie ist dieser Zustand von Frieden in mir. Und ich will euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ist das die Geschichte von einem König. Und dieser König hatte alles,
alles, was er sich wünschen konnte. Es war der reichste König, den ihr euch vorstellen könntet, hatte Länder und alles. Und an einem Tag hat sich dieser König überlegt, dass er gerne den wertvollsten Ring haben möchte, den es gibt. Er wollte den wertvollsten Ring haben, den es gibt. Und dann ist er zu all diesen weisen Männern an seinen Hof gegangen und hat gesagt, bringt mir den wertvollsten Ring, den es gibt. Mit vielleicht dem größten Diamanten und den Ring, den niemand hat. Und dann haben die ganzen Weisen sich an dem Hof zusammengesetzt und haben sich überlegt, was können wir machen? Wie können wir, was ist der wertvollste Ring? Was ist der wertvollste Ring, den wir dem König schenken können? Und dann gab es einen besonders weisen Mann. Und dieser weise Mann hat gesagt, der wertvollste Ring wird nicht an dem bemessen, was der Ring kann. Ja, also nicht, ob er den größten Diamanten hat, sondern der wertvollste Ring braucht eine ganz bestimmte Botschaft. Also nimmt er einen Zettel und schreibt auf diesen Zettel einen Satz. Einen ganz bestimmten Satz und rollt diesen Zettel zusammen, ganz klein, und lässt diesen kleinen Zettel einlassen in die Schatulle auf diesem Ring und schenkt ihm den König und sagt zu dem König, du darfst nur in dem schlimmsten Moment deines Lebens diese Schatulle öffnen und lesen, was darauf steht. Nur in dem allerschlimmsten Moment und in dem allerschönsten Moment. Also in dem allerschlimmsten Moment darfst du lesen, was auf dem Zettel steht und in dem allerallerschönsten Moment. Und der König ist verwundert und denkt sich so, was ist das für ein Quatsch und was soll das? Und ich wollte doch einfach nur den schönsten Diamanten und jetzt schenkt er mir einen Ring mit einem Zettel drin. Und er sagt, okay, ich werde es machen. Und dann, 3 Wochen später, ist der König mit seinen ganzen Soldaten unterwegs. Und dann kommt plötzlich eine andere Armee und verfolgt die. Und der König wird abgetrennt von seinen Soldaten und muss fliehen und flieht so schnell er kann. Und dann kommt er zu einer Kluft und steht an dieser Kluft und denkt, dass die ganzen Verfolger hinter ihm sind und denkt, sein Leben ist jetzt vorbei. Und er erinnert sich an den Ring. Und er sagt, jetzt ist definitiv gerade der schlimmste Moment meines Lebens, weil ich denke, ich werde gleich sterben. Also nimmt er den Ring, öffnet die Schatulle, nimmt den Zettel heraus. Und auf diesem Zettel steht, auch das wird vorübergehen. Auch das wird vorübergehen. Und der König liest diesen Satz und muss lachen und denkt sich, wie soll auch das vorübergehen? Ich stehe hier an dieser Klippe und die Verfolger kommen und werden mich wahrscheinlich gleich umbringen oder ich werde springen müssen. Aber während er da steht und diesen Satz liest, breitet sich plötzlich ein unglaublicher Frieden in ihm aus. Und eine unglaubliche Liebe und einfach eine innere Ruhe, die er noch nie zuvor hatte. Weil ihm wird bewusst, ja, auch das wird vorübergehen. Also rollt er den Zettel wieder zusammen und tut ihn in den Ring und stellt fest, dass gar keine Verfolger kommen, weil die Verfolger seine Spur verloren haben. Also läuft er zurück und er findet tatsächlich seine Soldaten auch wieder. Und voller Freude, dass er überlebt hat, reitet er jetzt mit Trompeten und Fanfaren und alles in die Stadt ein. Und ist voller Freude, voller Lebensfreude und denkt, das ist der schönste Moment meines Lebens. Ich habe überlebt, ich bin der beste König der Welt. Und erinnert sich wieder an den Ring und daran, dass der weise Mann zu ihm gesagt hat, auch in dem schönsten Moment deines Lebens liest die Botschaft auf dem Ring. Also nimmt er wieder den Zettel aus dem Ring und da steht immer noch, auch das wird vorübergehen. Auch das wird vorübergehen. Und wieder hat der König dieses wunderschöne Gefühl von innerem Frieden und innerer Ruhe und Freude, weil er versteht, auch das wird vorübergehen. Auch das wird vorübergehen. Und genauso kam es. Und das Schöne ist, dass wir die Tendenz haben, in ganz, ganz dramatischen Momenten noch mehr Drama zu machen, weil wir denken, es wird für immer so bleiben. Es wird für immer so bleiben und es ist der schlimmste Moment meines Lebens. Aber auch das wird vorübergehen. Und genauso ist es in den schönsten Momenten unseres Lebens, dass wir manchmal die Angst haben, jetzt ist es gleich vorbei. Ja, auch das wird vorübergehen. Aber in diesem Bewusstsein, dadurch, dass es vorübergehen wird, können wir ganz anders präsent sein in diesem Moment. Und gleichzeitig, und das ist das Allerschönste an dieser Geschichte, das, was immer ist,
bist du. In jeder Sekunde, in jeder Erfahrung, das, was immer ist, bist du und dein Bewusstsein. Ja? Du bist das, was es wahrnehmen kannst. Du bist das, was die schönen Momente wahrnehmen kann, was die nicht so schönen Momente wahrnehmen kann. Du bist immer da. Du bist immer der Beobachter. Und in dem Moment, wo du dir bewusst wirst, dass du immer dieser Beobachter bist, kannst du immer entspannen. Und der natürlichste Zustand deiner Seele ist Frieden. Der natürlichste Zustand deiner Seele ist Frieden. Weil deine Seele weiß, dass alles vorübergeht. Und weil deine Seele weiß, sie ist endlos. Und weil deine Seele weiß, sie kann das alles erklären und alles beobachten. Ja. Sie kann das alles einfach wahrnehmen. Und in dem Moment, wo wir eben uns wieder mit unserer Seele verbinden und mit dieser Kraft in uns und in diesem, mit diesem Bewusstsein sind, dass wir das alles erleben können und alles beobachten können, automatisch entsteht dieser Frieden, automatisch entsteht diese Zustimmung und automatisch ist dieses Ego weg, das Recht haben will, das Ego weg, was sagt, ich weiß es aber besser, und das Ego, das diese Angst hat, irgendwas zu verlieren, weil das Ego nicht versteht, dass alles schon längst da ist, dass es nichts gibt, was es zu verlieren gibt. Alles ist Erfahrung, die unser Bewusstsein macht, und unser Bewusstsein ist unendlich in seiner Erfahrung. Und je nachdem, wie du dir erlaubst, diese Erfahrung zu machen, ist es auch immer eine positive oder eine negative Erfahrung. Die Erfahrung wird erst gut oder schlecht durch deine eigene Bewertung dessen, was ist. Ja? Genau, und weil ja wir hier den Spiritual Sunday haben, ja, habe ich mir überlegt, dass ich heute einen zum Abschluss, bevor wir noch die zwei Dankbarkeitsminuten machen, ein Gedicht vorlese. Und zwar ist es ein wunderschönes Gedicht von Franz von Assisi und es ist das Friedensgedicht. Und ich lese es einfach mal vor. Mache mich zu einem Werkzeug des Friedens, dass ich Liebe übe, da wo man mich hasst, dass ich verzeihe, da wo man mich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, da wo Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel ist, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis waltet, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zu ewigem Leben. Das ist ja das Friedensgebet von Franz von Assisi. Und ich fand, dass das heute irgendwie so schön passt, um sich selbst auch nochmal auf den Standpunkt zu stellen, dass wir alles immer nach außen senden, ja, dass es immer von uns ausgeht. Und dass in dem Moment, wo wir diesen Anspruch aufgeben, dass uns immer zuerst gegeben werden muss, in dem Moment kommen wir in die wahre Fülle. Weil wie er sagt, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Das war das, was ich versucht habe, letzte Woche auch zu erklären. Verschenke das, was du dir selbst am meisten wünschst, wonach du dich selbst am sehnlichsten sehnst. Und zwei Sachen, die ich noch vorlesen wollte, aus Ein Kurs in Wundern. Auf Seite 407 geht es um das Thema Frieden. Der Frieden aber, der bereits tief im Innen liegt, muss sich zuerst ausbreiten und über die Hindernisse hinwegfliegen, die du vor ihm errichtet hast. Ja? Wir sind Frieden. Frieden ist unser normaler Zustand. Frieden ist all das, was ist. Nur durch unser Ego, durch unseren Anspruch, durch dieses Denken, das war so nicht geplant. Das ist anders, als ich es wollte. Ja? In dem Moment erschaffen wir Drama. In dem Moment, in dem wir in Gegenwehr gehen, gegen das Leben, gegen das, was passiert,
verlassen wir unseren Frieden und gehen in Drama, anstatt dahin zu schauen und zu sagen, was ist das, was ich da gerade lernen kann? Was ist das, was das Leben mir hier gerade an Wachstum bietet? Wozu möchte meine Seele gerade diese Erfahrung machen? Und der nächste Satz, den ich euch gerne vorlesen möchte aus Ein Kurs in Wundern: Du bist die Mitte, von der aus er nach außen strahlt, um die anderen hereinzurufen. Du bist sein Zuhause, seine stille Wohnstatt, von welcher aus er sanft nach außen reicht, dich jedoch nie verlässt. Ja. Und das ist das, dieses sich immer wieder auf den Standpunkt stellen, dass alles schon längst da ist, dass der Frieden der natürlichste Zustand ist. Und ja, dass es ein Strahlen von innen nach außen ist und nicht ein Strahlen von außen nach innen. Ja, dass du durch den Frieden immer wieder, durch den Frieden in dir immer wieder auch den Frieden im Außen bringst. Und genau, ich würde sagen, wir schenken uns jetzt einfach noch zwei ganz besondere Minuten des Friedens, nämlich unsere zwei Dankbarkeitsminuten. Und die zwei Dankbarkeitsminuten sind immer die letzten zwei Minuten hier aus der Rise Up and Shine University, das ist was anderes, aus dem Spiritual Sunday. Und in den zwei Dankbarkeitsminuten geht es einfach darum, nochmal kurz die Augen zu schließen für 2 Minuten und dankbar zu sein für alles, was ist, alles, was war und alles, was kommt. Ja? Dass du in diese tiefe Dankbarkeit gehst für alles, alles, was einfach gerade ist. Und vor allen Dingen in die tiefe Dankbarkeit zu gehen, dass du innerhalb von einer Sekunde vom Drama in den Frieden gehen kannst. Von einer Sekunde von Drama in Frieden. Wie? Indem du es wählst. Du wählst Frieden oder Drama. Du wählst immer. Es ist immer deine Entscheidung. Weil es ist ein innerer Zustand, auf den niemand außer dir Einfluss hat. Also, 2 Minuten Dankbarkeit. Einfach nochmal die Augen schließen, wenn du magst, die Hand aufs Herz legen und für all die Menschen dankbar sein, die in deinem Leben sind, für all die Menschen, die dir schon geholfen haben, für all den Frieden, den du schon erleben durftest. Und ja, 2 Minuten Dankbarkeit ab jetzt. Willkommen zurück. Ach, das ist immer so schön. Ich liebe diesen Teil. Ein Traum. Also ihr Lieben, die Intention für die Woche ist, ich wähle Frieden anstatt Drama. Ich wähle Frieden anstatt Drama. Immer wieder die Entscheidung treffen, Frieden zu bringen. Frieden in Gedanken, Frieden dir selbst gegenüber, Frieden anderen gegenüber, emotionalen Frieden, mentalen Frieden. Es gibt so viele unterschiedliche Ausdrücke von Frieden. Frieden durch Ruhe, ja?
Einfach mal schenk dir eine Woche Frieden und schau, wie es sich anfühlt. Und dann machst du es vielleicht weiter, wenn es sich gut anfühlt. Und was sich dadurch vielleicht auch einfach verändert. Ich liebe euch auch alle, ihr seid so toll. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart heute Morgen. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Und ich schaue mal ganz kurz, es waren, glaube ich, noch ein paar Fragen da. Tatjana schreibt, ich habe irgendwie so Probleme, mir Dinge fertig bzw. richtig in meinem Herz vorzustellen, wenn du schon weiterredest. Es war aber eine wundervolle Meditation. Irgendwelche Tipps? Nimm dir einfach die Zeit, die du brauchst, um dir Sachen vorzustellen. Also da gibt es ja kein vorgegebenes Tempo. Ach so, genau, bevor ich das vergesse, ganz wichtig. Das eine ist, es gibt wieder ganz viele Treffen, ganz viele Rise Up and Shine University Treffen beziehungsweise Spiritual Sunday Treffen überall in Deutschland. Es gibt jetzt, glaube ich, am Mittwoch ein Treffen in Berlin. Dann gibt es jetzt ein Treffen in Frankfurt. Warte mal, ich lese es euch mal ganz kurz vor. Es gibt jetzt am Mittwoch um 19 Uhr ein Treffen in Berlin. Am Freitag gibt es um 18 Uhr ein Treffen in Kiel. Am Samstag gibt es ein Treffen in Dortmund und am 23. gibt es ein Treffen in Frankfurt und am 30. gibt es ein Treffen in Düsseldorf. Also es gibt eine Menge Treffen, da könnt ihr einfach dazukommen und genau, also da sind alle immer neu, da braucht ihr auch überhaupt gar keine Sorgen haben und da sind nur Menschen hier aus dem Spiritual Sunday, das heißt, ihr könnt euch sicher sein, dass es unglaublich tolle, faszinierende, inspirierende Menschen sind und ja, seid da auf jeden Fall, seid da, kommt einfach her und seid dabei, es ist wunderschön und ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr die Intention mit der Welt teilt, wenn ihr euer Licht mit der Welt teilt, wenn ihr den Spiritual Sunday teilt mit allen, die ihr kennt, wo ihr sagt, das ist eine schöne Sache, seid dabei. Meine Vision ist es einfach, mit so vielen Menschen wie möglich hier eines Tages zusammenzusitzen und wirklich so eine Lichterkette am Sonntagmorgen ja, zusammen zu haben. Danke, Sarah hat gerade auch nochmal die Termine gepostet. Ihr findet die Termine auch alle in der Facebook-Gruppe unter Veranstaltungen. Genau, und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr auch in euren Städten Termine immer erstellen. Ich weiß, in Innsbruck gibt es zum Beispiel eine mega geile, auch inspirierende Gruppe aus ganz tollen Frauen. Könnt ihr einfach dabei sein und genau, also organisiert euch da. Und die Intention der Woche ist, ich wähle Frieden anstatt Drama. Und falls ihr noch mehr Input haben möchtet, wenn ihr sagt, mir reicht es irgendwie nicht nur sonntags und falls ihr sie noch nicht gemacht habt, dann macht die Rise Up and Shine University wirklich, ich kann es euch nur aus tiefstem Herzen empfehlen. Das ist so ähnlich wie das, was wir hier machen, nur viel intensiver nochmal. Ihr kriegt ein richtiges Workbook und ja, also ich kann es euch nur empfehlen, macht die Rise Up and Shine University. Vielleicht, Sarah, kannst du auch nochmal ganz kurz den Link posten. Genau. Und ansonsten, ja, ich freue mich unglaublich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen. Am diesen Mittwoch wird es auch eine ganz, ganz, ganz tolle neue Podcast-Folge geben, ja, wo ich mich auch schon sehr freue, die mit euch zu teilen. Falls ihr die auch vorher noch nicht gehört habt, gibt es eine Folge. Jetzt diese Woche war die Folge übers Manifestieren. Meine 5-Schritte-Formel zum Manifestieren. Genau, also hört euch den Podcast auf jeden Fall an, falls ihr heute ein bisschen Zeit habt. Da gibt es auch ein PDF dazu, was ihr euch runterladen könnt mit den unterschiedlichen 5 Schritten vom Manifestieren. Genau. Saskia schreibt, hallo, ich bin neu und würde gerne mal wissen, ob Sarah und du Freundinnen sind oder Schwestern. Sarah ist mein Engel auf der anderen Seite, die meine Assistentin ist und unsere alle Happiness Customer Managerin, die sich um E-Mails kümmert und die sozusagen meine bessere Hälfte ist, die ja, die sich hier um alles kümmert und mir alles abnimmt, damit ich mich gerade voll und ganz auf euch konzentrieren kann. Also das ist Sarah. Ich kann Sarah auch mal ganz viel Liebe schicken. Die kümmert sich um alles. Genau. Und ja, es ist so wunderschön, dass es euch gibt. 45 Minuten hat alles perfekt gepasst. Vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Vielen Dank, dass du ja hier Teil von dieser wunderschönen Community bist. Schön, dass es dich gibt. Es gibt gleich auch nochmal eine E-Mail, wo ihr die Intention auch nochmal bekommt. Und ja, so wunderschön. Also Frieden anstatt Drama.
Ganz viel Liebe an euch alle. Es ist so, 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 so schön. Es ist so schön. Ich finde es so schön. Einfach, ja, es ist einfach wunderschön. Und spread the love, spread the light. Und ja, alles Liebe. Bis nächste Woche Sonntag. Ich freue mich. Bye, bye.